Hey Leute, zu Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 10 crazy Lifehacks reagieren. Ich bin sehr gespannt, ob gute Lifehacks dabei sind oder ob die Lifehacks Chöp sind. Vergesst nicht, den Like-Button zu verprügeln, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und let's go mit dem Video. So, ich hoffe, wir haben gute Lifehacks dabei. Ihr wisst, ich bin kritisch. Bei Lifehacks bin ich kritisch. Ich finde oft Sachen nicht so gut. Okay. Was macht der da? Nein. Nein, er macht so saure Haribos auf dem Toast, packt die in Sandwich Mac rein und isst das. Was? Er isst das jetzt? Digga, also da würde mich mal interessieren, ob das schmeckt. Es sieht halt irgendwie nicht so nice aus. Alter, das muss ich meiner Freundin zeigen. Die heult immer rum, wenn sie sich ihre Finger verbrennt, weil sie irgendwie meine Freundin nicht mal eine Kerze anzünden kann, ey. Nee, Spaß. Oh, shit. Oha, was, das geht? Okay, krass. Okay, krass. Finde ich zwar auch ziemlich umständlich, extra so eine Alufolie zusammenzumachen und so, aber es funktioniert. Okay, krass. Das war kein schlechter Lifehack. Was macht der denn jetzt? Er hat sich so einen Stressball genommen und schneidet den einfach mit einem 1000 Grad heißen Messer auseinander. Und wo ist da jetzt der Lifehack, Bruder? Wo ist hier der Lifehack? Okay, gut. Nein. Digga, du kannst doch keine Metallkugel in die Mikrowelle reinmachen. Die fliegt in die Luft, die Mikrowelle. Okay. Ich dachte immer, eine Mikrowelle fliegt in die Luft. Was macht der denn jetzt? Er erhitzt diese Metallkugel irgendwie geisteskrank. Ist es nicht irgendwie so, dass in der Mikrowelle so Blitze und so kommen? Man darf doch da kein Metall reinmachen, oder bin ich gerade falsch? Okay. Oh. Okay, das finde ich... Ja gut, aber für was brauchst du das? Ja, okay, du kannst halt nur bestimmte Sachen anleuchten und andere nicht, aber warum brauchst du so etwas? Warum... Das finde ich ist ein Chöp-Lifehack. Okay, ich glaube, er will sich jetzt einen Stressball selbst bauen und da macht er einfach einen Luftballon und packt da Zahnpasta rein. Was macht er jetzt? Jetzt packt er das da nochmal rein, damit das Ding noch besser hält, damit es stabiler ist. Er macht sich jetzt einen eigenen Stressball. Wenn du Stress hast, bau dir einen Stressball. Ja, ist nicht schlecht. Das funktioniert. Ich brauch's nicht, aber ist okay. Akzeptiere ich den Lifehack. Das sieht richtig nach so einem ekligen Kaffee aus mit so Stücken drin. Ey, nur weil der Kaffee zu heiß ist, kackt er jetzt da flüssigen Stickstoff drauf. Das Ding hat doch minus 100 Grad oder so. Ja, bis das Ding abgekühlt ist, ist der Kaffee doch viel zu kalt. Ich glaube, das sind hier nicht nur so generell Lifehacks, auch so Experimente, ob die Lifehacks überhaupt was bringen. Also müssen keine guten Lifehacks sein, können auch Experimente sein. Okay, er schnappt sich eine Cola-Flasche. Ich weiß noch nicht so ganz, was er damit vorhat, Leute. Okay, er schneidet sie auseinander. Alles entspannt, er schneidet sie auseinander. Jetzt nimmt er wirklich nur diese Base, nimmt eine Heißklebepistole. Was macht er damit? Jetzt klebt er das Ding oben drauf. Ja, und jetzt hat er halt irgendwie so eine Art Weinglas vom Ding her, wo man halt Sachen so reinpackt. Weiß ich nicht, da kann man doch einfach irgendeinen Becher nehmen, den man eben rumfliegen hat, oder? So, okay, er nimmt eine Murmel, ist das, oder? Ah ne, ist so eines von diesen Orbis-Teilen, die ist mit Wasser vollsaugt. Jetzt packt er da, ich hab's gerade noch nicht verstanden, was er gerade macht. Er friert sie ein, ich glaube, er friert sie gerade ein mit so einem Kühlspray. Ja, und jetzt kloppt er die kaputt. Wo ist hier der Lifehack? Okay, sie schalten zurück zur Mikrowelle, wo immer noch die Metallkugel drin ist. Und die Metallkugel ist, glaube ich, mittlerweile geisteskrank heiß. Ach, er hat die Mikrowelle auf 99 Minuten gestellt. Ey, welche Mikrowelle hält das aus? Was?
Da ist schon Feuer drin. Okay, okay, das ist gerade ein krasses Experiment, weil ich habe es am Anfang nicht verstanden. Die lassen die Mikrowelle wirklich durchgehend laufen mit dieser Metallkugel drin und gucken, ob die Metallkugel irgendwann so richtig am Glühen ist. Okay, er nimmt hier so kleine Ping-Pong-Bälle, macht da Wasser rein, holt das Kühlspray, freest das Wasser, lässt es gefrieren. Aber was macht er denn jetzt? Hä? Habe ich nicht verstanden. Okay. Okay. Ach, okay, das ist so ein auf so ein kleiner Billo Snackturm. Ist okay, kostet nicht viel, sieht eigentlich ganz lustig aus für die Leute, wenn du so eine kleine Party machst. Ist okay. Ist okay. Ich sehe es nicht als Lifehack an, aber so als lustigen Gag so. Weil Lifehacks sind für mich wirklich so Tipps, weißt du, wo man aus alltäglichen Gegenständen machen kann. Okay, er packt jetzt hier einfach flüssigen Stickstoff auf die Banane. Die Banane ist halt jetzt geisteskrank gefroren. Okay, jetzt. Warum? Warum? Was bringt ihm das? Die Banane zu gefrieren und kaputt zu hauen und dann wirft er es wieder da rein. Ich hab's nicht verstanden. Ja, die ist halt übelst gefroren, die Banane jetzt. Was ist das? Was ist das? Es ist irgendwie eine Mischung aus Lifehack und Experimente-Video. Okay. Okay, die Metallkugel. Was ist jetzt eigentlich in der Zwischenzeit aus der Metallkugel in der Mikrowelle geworden? Wir werden es gleich erfahren, Leute. Alter, das ist schon voll am Glühen da drin. Ey, ich will wissen, was jetzt mit der Metallkugel passiert, Junge. Okay, Wasser. Ja, er haut da Wasser rein. Und jetzt? Okay. Jetzt, er macht Nagellack in das Wasser. Oh, stimmt, das brennt ja. Okay. Das sah gerade lustig aus. Aber irgendwie, das, also, man braucht es nicht, aber ist eigentlich ganz cool für die Optik, so, weil du in dem Sinne so Wasser brennen lassen kannst. Nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr irgendwas mit Feuer, Leute, natürlich. Okay, ein Mixer. Was macht er jetzt mit diesem Mixer? Er haut hier kleine Gummibälle in den Mixer rein. Warum? Warum, Bruder? Was passiert jetzt? Was wird jetzt passieren? Oh, 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 Bruder, wer hält am längsten durch? Alle sind mittlerweile der Fußball! Der Fußball macht's am längsten! Fußball hat gut durchgehalten. Der hat gut durchgezogen, der Fußball. Okay, er nimmt hier so einen Flaschenkopf. Teppichmesser und schneidet hier so kleine Öffnungen rein. Ich weiß noch gar nicht, was das gerade bringen soll, Leute. Lul. Ah, jetzt hat der wie so... Ah, okay, er hat sich quasi eine Halterung für so Essensstäbchen gebaut. Gut. Gut, braucht man nicht wirklich, Leute. Oh, jetzt das ist die Metallkugel, die ganze Zeit in der Mikrowelle drin war. Haben die jetzt in so ein Zuckerteil reingeworfen und ihr seht, es ist einfach instant am Schmelzen und am Karamellisieren der Zucker. Was waren die für eine eklige Scheiße? Was ist denn los mit denen? Ach nee, das war eine andere Metallkugel. Was ist der Test? Was geht da drin ab? Krass, dass diese Mikrowelle das aber so lange durchzieht, ne? Die Mikrowelle ist doch danach am Ende. Das Ding ist doch jetzt geist. Die Kugel war kalt, die ist nicht heiß geworden. Okay, krass, ich dachte, die wird heiß. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Es war ein bisschen weird, weil es waren nicht nur Lifehacks, es waren noch ein paar Experimente mit dabei, Leute. Trotzdem muss ich sagen, der ein oder andere gute Lifehack war mit dabei. Leute, vergesst nicht, das Video zu liken, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis dann, haut rein, Leute, euer Crimex.